Der Bundesrat hat gestern seine Corona-Ausstiegsstrategie bekannt gegeben. Für die Kirchen gibt es nicht so viele Lockerungen. Gottesdienste fallen weiterhin aus, auch noch bis am 8. Juni. Klar ist auch, dass Lager wie die für die Pfingsten geplant sind, sicher alle abgesagt sind. Und bei Beerdigungen dort gibt es schon früher kleine Lockerungen. Das ganz kurz zusammengefasst, was wir wissen von gestern. Aber wir wollen jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, auf die Exit-Strategie. Was bedeutet die für das kirchliche Leben? Könnte vielleicht gleich schon in nächster Zeit kleine Treffen stattfinden? Wird der Verband VfG Freikirche Schweiz für das einheitliche Lösungen für Gemeinden erarbeiten? Darüber wird der VfG-Präsident Peter Schneeberger direkt im Live-Talk Auskunft geben. Ebenfalls mitdiskutieren werden Johannes Wirth, Pastor GVC Winterthur und PR-Beraterin Brigitte Frey. Zuerst mal ein herzliches Willkommen in der Runde. Schauen wir alle da sind wieder in unserem Live-Net-Talk. Zum Teil wieder da, der Peter Schneeberger das erste Mal. Ganz ein herzliches Willkommen an ihn an dieser Stelle. Merci. Peter Schneeberger, ich gebe gerne dir das Wort zum Anfang. Die gestrige Mitteilung vom Bundesrat habt ihr natürlich auch sehr genau mitverfolgt. In allen Freikirchen ist das sicher so gegangen, auch Landeskirchen und uns Schweizer ja allen ist es genau gleich gegangen. Was war so die erste Reaktion von dir auf die Beschlüsse? Ja, einerseits haben wir gefreut, dass die Pandemie zurückgeht, also dass wir sehr wenig Ansteckungsfälle haben, das hat mich gefreut, weil das schlussendlich Voraussetzung ist, dass schrittweise jetzt zur Eröffnung kommt. Ich habe mir auf der anderen Seite gewünscht und ich tiefe Sehnsucht danach, die Leute aus der Gemeinde, aus der Kirche wieder mal zu sehen. Also nicht nur am Bildschirm, sondern richtig. Dort hat man sicher gewünscht, ein schnelleres Vorgehen, weil jetzt müssen wir nochmal einen guten Monat bis am 8. Juni warten. Ja, das ist ja so. Wir können da gleich schnell ein bisschen drauf schauen und du gerne Johannes Wirth an dieser Stelle auch einbeziehen. Wie hast du das erlebt? Was sind dir für Gedanken durch den Kopf nach gestern? Ja, natürlich so wie alle anderen, oder viele andere auch vor dem Fernsehbild, Schirmbild geklebt. Und ich war enttäuscht gewesen. Völlig enttäuscht natürlich, weil ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Und von dem her, ja, die Enttäuschung ist klar und auf der anderen Seite glaube ich, dass der Bundesrat sein Bestes gibt und gute Berater hat und ich möchte hinter seinen Entscheidungen stehen. Und das war ein Kampf, mal so 2-3 Stunden nachher. Wir sehen hier den Ausstiegsfahrplan, wenn es teilt am Bildschirm für euch, wo beim SRF ja, publiziert worden ist, wo das sehr gut finde ich, zusammenfasst, wie das aussieht, der Fahrplan. Also wir sehen hier Beerdigungen im grösseren Kreis gibt es noch nicht. Das ist etwas, was Kirchen betrifft. Also erst im Familienumfeld. Ist das immerhin auf einen kleinen Lichtblick, jetzt könnte man sagen, Peter Schneeberger? Ja, also für uns persönlich als Familie ist der Lichtblick der 11. Mai. Dann dürfen die Kinder wieder in die Schule. Also das gibt schon eine Erleichterung. Also, wir haben ein grosses Haus, von dem her sind wir nicht eng aufeinander. Aber merken schon, die Kinder wieder in die Schule kommen, ja, das freue ich mich drauf. Also wirklich, das hat mir gestern einer von meinen Freunden den inoffiziellen Feiertag aller Eltern, neu den 11. Mai geschickt. Und ja, spannend, ja, wirklich. Ja, genau, das ist einer von diesen Jubelschreien sicher, die ein bisschen durchs Land sind gegangen. Der andere ist bei den Gärtnereien und so weiter auch gesehen. Wir haben ja letztes Mal im Talk jemanden dabei gehabt vom Verband der Gärtner, von der grünen Branche. Die können aufatmen, andere noch gar nicht wie Gastronomie. Aber jetzt wollen wir wirklich auch darüber reden, über die Kirche in diesem Bereich, wie das dort hier ist. Ich würde gerne noch der Brigitte Frey noch die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Natürlich schaust du auch so noch ein bisschen durch die Brille immer an, im Jahr, wie wird es kommuniziert, wie kommt es daher, was macht Sinn und so jetzt die 3 Etappen, wie sie das vorhaben. Ja, ich habe es halt ein Stück weit mit Johannes. Auch ich finde einfach, ja, aber ich will nicht so der 8 Millionen Corona-Expertinnen und Experten in dem Land gehören, die noch eine andere Meinung haben. Und ja, es ist jetzt so entschieden.
Für mich war auch die Enttäuschung irgendwie nicht so gross, gewesen, dass es jetzt nicht schon eine grössere Öffnung gibt. Ich habe die gar nicht erwartet, muss ich sagen. Also jetzt auch für die Kirche. Ja, dass jetzt zum Beispiel Beerdigungen in einem grösseren Kreis besser möglich sind, das ist mal das eine. Ich denke einfach, was mir wirklich noch mehr wehtut, weder jetzt der reguläre Sonntag oder Kleingruppen, das ist wirklich das, wenn ich an die jungen Leute denke, die im Mai heiraten oder im Juni und wo vor diesen Entscheidungen stehen, sagen wir ab oder nicht. Es ist ein Detail, vielleicht schlussendlich, aber wenn du selber drin steckst, das ist frappant. Und was letztens hat eine Kollegin in Kleingruppen-Chat bei mir geschrieben, hat sie gesagt, oh, sie sei manchmal ein bisschen Kirchenmüde gsi, ist auch nicht immer so regelmässig gekommen. Aber inzwischen sehe sie sich wirklich auf wie nach uns und denkt, ja, das ist vielleicht auch gar nicht der schlechte Effekt. Und ja, Leute, die ihr wahrscheinlich auch sehen, ja, in den Kirchen, die halt vielleicht irgendwie alle 4 Wochen mal erscheinen, die haben jetzt noch nicht so viele Gottesdienste verpasst, oder? Jetzt ist ja auch so ein bisschen rausgegeben worden, ja, wir müssen wirklich noch durchhaben. Es ist noch nicht der Moment, wo man locker und leichtsinnig daran hergehen kann. Ich glaube, das wird vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung, oder? Weil gerade in der Deutschschweiz die Fallzahlen ja jetzt nicht ganz so hoch ausgefallen sind. Habt ihr auch das Gefühl, also auch in den Kirchen, dass man plötzlich so Kompromisse schon geht, also das können wir jetzt schon, das mit diesen 5 nehmen wir nicht mehr so genau, können wir auch kleine Gruppen gleich schon machen. Peter Schneeberger. Nein, wir haben heute Morgen ein Treffen von Freikirchenleitern. Da ist allen klar, dass sie sich an die Weisungen vom Bundesrat halten wollen. Und finde ich auch richtig. Ich merke einfach, dass Leute halt relativ wenig Kranke, wirklich schlimm betroffene Kranke von dem Covid-19 in ihrem Umfeld. Wer das jemanden hatte, wird er ganz, ganz anders argumentieren als die das nicht hatten. Also wir haben einen von unseren jüngeren Pastoren, 39, 14 Tage daheim mit grossen Atembeschwerden wegen dem Virus. Er hat sich angesteckt beim Interview auf der Bühne, also nicht im persönlichen Kontakt. Nach der Intensivstation beatmen. Die Frau hat ihn verabschiedet und gesagt, du kommst vielleicht nie mehr heim. Junge Familie, 3 kleine, schulpflichtige Kinder. Dann habe ich gemerkt, nein, der Virus ist so viel wahnsinnig gefährlich. Also ich bin froh um die Schutzmassnahmen. Und halt den Eindruck, dass sich mindestens so wie es einschätzen, die Freikirchen und die Christen sehr daran halten. Fragen wir einen anderen Pastor, der dabei war, auch jetzt an diesem Treffen von der Arbeitsgruppe des Freikirchenverband heute Morgen, Johannes Wirth. Für dich auch ist das ausser Frage, dass man einfach diesen Weg und die Gesundheit an erster Stelle sozusagen priorisieren, weiterverfolgt. Ja, ganz eindeutig. Wir haben schon eine Woche, bevor wir aufgehört mit Gottesdiensten live, weil wir den Eindruck haben, wir wollen die Leute schützen. Und wir stehen voll dahinter. Wir wollen dort angehen, was der Bundesrat sagt, das ausreizen, aber auf keinen Fall darüber hinweg. Und da sehe ich auch als biblisches Argument klar, dass wir der Obrigkeit in dieser Frage untertan sind, oder es sollen gehorsam sein. Das ist ein bürstes Wort, ich weiss es. Aber uns da einordnen, oder? Und ich meine, gerade wenn wir zusammenkommen im Jugendtreff oder im Worship und so weiter, das ist hoch ansteckend, das müssen wir klar sehen. Das ist nicht gleich, wenn man einen Gartenbaufach mehr geht, oder? Also von dem her müssen wir uns einfach da drunter stellen, wenn es wehtut, Punkt. Es gibt ja schon die Stimmen, die laut werden, die so ein bisschen sagen, ja, die Kirchen verhalten sich ein bisschen sehr angepasst, unterwürfig vielleicht sogar. Wir sind ja systemrelevant und wichtig und so. Also, wo es hat auch einen offenen Brief gegeben oder immer wieder so ein bisschen Einzelinitiativen aus der Gesellschaft. Was haltet ihr von dem? Ja, das ist klar. Die Stimme kenne ich auch und den Brief kenne ich auch, der da gekommen ist. Aber von dem halte ich gar nichts. Weil es geht ja nicht, gegen Kirche zu verbieten. Niemand sagt, Kirche verbieten, sondern es geht um Bewahrung von der Gesellschaft vor dieser Krankheit und Eindämmung. Und dann sind wir, das sind wir Leute, die wirklich uns kann man sich anstecken, das wissen wir ja, oder? Vom Elsass und so weiter. Und von dem her sind wir hochriskant in der Kirche, solange das Virus nicht genehmigt ist. Also, das hat nicht mit Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit zu tun, ja oder nein, sondern hat mit dem zu tun, wo steckt man sich an und die Prävention. Wir dürfen ja das Evangelium weiterverkünden, also
Im Gegenteil, es hören ja viel mehr Leute zu als vorher. Absolut. Genau. Ja, es wird genickt von den anderen, beiden in der Runde. Aber gleich, ich würde auch gerne ein bisschen hören, auch aus der Warte von Peter Schneeberger. Du musst ja dort mit dem umgehen häufig und diesen Leuten antworten. Was natürlich ein Lied ist, wir leben in einem säkularen Land. Dementsprechend spielt die Kirche keine Rolle mehr. Die Wirtschaft spielt eine Rolle, die Gesellschaft, die Kultur spielt eine Rolle und die Kirche nicht mehr. Das ist für mich nicht eine neue Erkenntnis, aber für viele Christen ist es eine neue Erkenntnis gewesen. Ich wünschte mir manchmal deutsche Zustände, wo der Bundeskanzler, der Bundespräsident in seiner Rede Gott erwähnt, Ostern erwähnt, Kirche erwähnt, Bundeskanzlerin Merkel den Kirchen dankt nach Ostern und so weiter. Das würde ich mir wünschen, aber wir sind es nicht in der Schweiz. Aber es trifft sich auch mit meiner Haltung im Staat gegenüber. Der König Salomo schreibt in den Sprüchen, dass der Staat ihm muss garantieren muss, dass er die Früchte von seiner Arbeit unter einem Feigenbaum geniessen kann und in Ruhe gelassen wird. Das ist meine Haltung dem Staat gegenüber. Also ich wünsche mir einen Staat, der mit Früchten von meiner Arbeit unter einem Feigenbaum geniessen und in Ruhe lässt. Ich hoffe, wir kommen wieder zu diesem Zustand zurück und das wird unser Bestreben sein, jetzt als Demokraten wieder zu diesem Zustand zurückzukommen. Von dem her, wenn mich der Staat in Ruhe lässt, er hat mich nicht gross eingeschränkt, ich darf weiterhin predigen. Ich mache es einfach über das Internet, aber da habe ich jetzt nicht gross an. Also eigentlich die freie Religionsausübung als Thema, wo der Staat damit beschäftigt ist, das hat er zu garantieren. Ja. Aber darüber hinaus muss man nicht mit der Bibel herkommen und argumentieren. Oder? Das ist häufig das, was ein bisschen vermischt wird, vielleicht von gewissen Leuten. Brigitte Frey, möchte ich auch gerne hier noch dazu fragen, wenn du so hörst von, eben, es wird kommuniziert mit theologische Geschichten, was Trauen ist und dass man Kirche nicht darf abdrücken sozusagen oder herandrücken. Wie siehst du das? Wer mir in der Schweiz kommt mit der Staat die freie Religionsausübung einschränken, da werde ich gätzig, oder? Und ich meine, gerade mit meinem Engagement im Ausland zugunsten von verfolgten Christen, dort wird Religionsfreiheit eingeschränkt. Und dann sollen doch die dort mal auf Barrikaden stehen, wo es wirklich nötig ist. Und nicht in einem Pandemiefall, in einem super demokratischen Staat, wo du weißt, hey, das hat sogar ein Datum dran, oder? Wenn das Normalzustand wieder zurückkehrt. Und wie es der Peter sagt, ich meine, schauen wir mal. Und das ist wahrscheinlich das einzige Positive an dem blöden Käfer, dass. Ja, du sagst auch, ja, ich kann ja das Evangelium predigen, oder? Unsere Kirche hat die Regionalzeitung, die Zernzeitung, hat den Link vom Livestream auf ihrer Webseite, jeden Sonntag, oder? Wir erreichen etwa 5-mal so viele Leute wie an einem normalen Sonntag. Und ja, und ich hoffe doch, dass wir auch, weißt du, auch das Verständnis, was ist Kirche denn? Das finde ich, das kommt ja jetzt auch vor. Ist Kirche einfach in Gottesdienst gehen, einen Gottesdienst abhalten? Oder sind wir nicht alle wirklich als lebende Steine unterwegs, oder? Also ich erfahre so viel Offenheit, gerade jetzt. Ja. Mhm. Aber dass der Staat jetzt unsere Religionsfreiheit einschränkt auf eine ungebührliche Art und Weise, dummerweise macht das Virus ja keinen Unterschied, eben, ob ich jetzt ein Tschutti-Verein bin oder ein Kirche. Im Gegenteil, wie Johannes sagt, wir sind hoch gefördert und ich will sicher nicht mit meiner Kirche in die Schlagzeilen kommen. Das heisst, wir haben den Markus-Kirche Luzern ist ein Infektionsherd für die ganze Zentralschweiz, oder? Also, und das wird euch allen gleich gehen. Also ja, genau. Gut abziehen, bitte. Das ist also wirklich ein Quatsch. Man kann es ja auch noch ein bisschen positiv kehren, wenn es darum geht, als Freikirchen oder Kirchen insgesamt in der Schweiz sich irgendwie Gehör zu verschaffen bei den Bundesbehörden. Das ist ja auch eine ganz andere Geschichte, finde ich. Dass man dort auch wirklich aktiv werden kann. Ist da etwas geplant von euch her, auch vom VfG, Peter Schneeberger? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass der Bundesrat jetzt mehr als eingedeckt ist mit der Arbeit. Also der Perse ist ja über Ostern das erste Mal nach sehr langer Zeit wieder daheim gewesen. Da sind wir einfach ein Teil von denen, die halt Interesse haben, aber viel anders nicht.
Wir haben mit Christian Public Affair einen Mann im Bundeshaus, oder zwei sogar, wo wir von der Schweizer Evangelischen Allianz und vom Freikirchenverband und von vielen anderen christlichen Werken gesendet haben, für im Bundeshaus unsere Interessen zu vertreten, und die nehmen das wahr, die sind in Kontakt. Es gibt Kontakte ins BAG, es gibt Kontakte zu den Bundesbehörden. Wir haben einen Journalisten angestellt als Kommunikationsleiter im Freikirchenverband, der versucht, jetzt auch über die Journalisten gewisse Fragen zu Kirchen, die Kirchen betreffen, mehr in Blick, also in Blickpunkt zu bringen, das schon. Ja. Aber sonst, ich werde jetzt den Bundesrat, wir, eben, wie haltig dem Staat gegenüber ist, umso weniger er sagt, umso mehr kann ich lösen. Also umso mehr kann ich machen. Das ist mir viel näher, als wenn wir jetzt den Bundesrat sehr viel sagt zu Kirchen. So habe ich die Weisungen, die gelten vom Bundesrat. Und wenn er nichts sagt zu Kirchen, dann haben wir die Weisungen vom Bundesrat im Allgemeinen. Und in den anderen Formen können wir gestalten, wie wir das wollen. Also das liegt mir viel näher. Das ist ja ein bisschen das, was vielleicht auch uns entspricht, vor allem auch in Deutschschweiz. Es gibt, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen. In Westschweiz habe ich gehört, dort ist man nicht unbedingt so gleich glücklich mit allem. Oder auch in Tessin wird die Sache anders wahrgenommen. Wenn wir die Landesteile vielleicht auch noch ein bisschen erwähnen. Ihr habt ja auch im VfG die auch drinnen, die Partner in der Westschweiz und auch im Tessin. Wie kann man dort hier damit umgehen? Die werden ja wahrscheinlich ein bisschen andere Bedürfnisse haben. Es hat natürlich extrem zu tun mit den Fallzahlen. Also die Fallzahlen sind im Kanton Waadt und vor allem im Kanton Genf und im Tessin um viel, viel höher als in der Deutschschweiz. Ich glaube, es hat auch mit dem zu tun. Und dann kommt es dazu, dass die Welschen von ihrer Haltung eine positivere Haltung haben zum Staat, als viele Deutschschweizer das haben. Ich komme aus dem Emmental. Also da halt ist einfach, der Grundbegriff vom Emmentaler ist staatsfeindlich. Das ist schon seit Jahrhunderten so gewesen. Also Läufer sind aus dieser Gegend gekommen, die Bauernbewegung kommt aus dieser Gegend. Also ich habe, ehrlich gesagt, bin ich froh, einfach, wenn mich der Staat in Ruhe lässt. Und, rebellisch so. Okay. Johannes Wirt, du hast dich auch noch dazu melden. Nein, ich kann einfach mir so lachen über das Emmental. Ich liebe das dermaßen, oder? Aber nicht, dass das so Gründe sind. Nein, was mir ganz wichtig ist, wenn jemand jetzt das lässt, oder? Schreibt nicht dumme Sachen der Presse, oder? Schreibt nicht irgendwie aufmüpfige Sachen. Wir gehen schon hin und durch als VfG. Wir haben schon unsere Beziehungen und wollen spielen lassen, Einfluss, wir versuchen zu nehmen, aber das muss hindurch, das muss in Ruhe gehen. Das kann nicht mit der Besserwisserei zu tun haben und Bibelfers und weiss ich was. Das schadet uns. Und es schadet den Freikirchen, es schadet den Christen von der Schweiz. Und darum lieber mal die Schnur heben, dafür den Kompi nicht anstellen oder dann etwas Ermutigendes schreiben. Ich tue jetzt auch twittern seit kurzem. Und wenn ich twittere, dann sage ich sagen, hey, ich danke unserem Bundesrat und so weiter. Ja, wir haben ja vielleicht auch noch wieder eine Beschäftigung, jemandem zu helfen. Wir sind nach wie vor in der Isolation, oder? Also wir haben noch Nachbarn, die vielleicht Hilfe brauchen. Oder so können sich auch anderweitig vielleicht beschäftigen. Das ist gut möglich. Also die Phase geht ja jetzt wirklich noch einen Moment, sogar bis in Juni rein. Habt ihr bereits so rausgegeben, Peter Schneeberger, dass das für euch klar ist? Eben Pfingstlager kann man streichen. Sonst Kleingruppen wird auch unmöglich sein. Aber gleich habt ihr so ein Papier oder eine Gruppe, Taskforce, die der Wiedereinstieg nach dem Lockdown ein versucht, anfangen zu planen. Was ist euch hier vor allem wichtig jetzt? Was plant ihr da? Wir haben den Eindruck, dass es von der Phase an, vom 8. Juni, ja nicht gerade sofort möglich ist, alle Freikirchen und alle Veranstaltungen wie im Normalzustand weiterzuführen. Und dementsprechend planen wir für diese Phase die Prioritäten festlegen, vielleicht starten mit Kleingruppen, vielleicht ist es möglich schon Gottesdienste, das wissen wir nicht genau. Vielleicht braucht es gewisse gebäudliche Massnahmen, also das heisst, dass ein Eingang kennzeichnet ist, dass ähnlich wie im Migros oder im Coop Dings am Anfang steht, wo man sich desinfiziert, dass Stühle entsprechend aufgestellt sind mit gewissen Abstandsregelungen und so weiter. Das sind wir am Aufstellen. Also welche
Massnahmen braucht es, was Distanz betrifft, welche Hygienemaßnahmen braucht es, welche auch ganze Monitoring, also dass wir den Leuten wirklich sagen, die Symptome haben oder die zu einer Risikogruppe gehören, dass die daheim bleiben, bis vollumfänglich möglich ist, von den Weisungen her vom Bundesrat wieder Anlässe zu besuchen. Das ist das, was wir vorbereiten. Ja. Genau. Ich habe eine Idee. Wir haben Freunde in Haiti und die haben mit denen telefoniert und haben gesagt, ja, sie machen es jetzt so, auf Haiti ist es erlaubt, dass wir 10 Leute sich noch versammeln, oder? Und die machen es jetzt einfach so, die fangen am Morgen am 7. Uhr an mit Gottesdienst und immer 10 Leute werden zugelassen und dann haben sie eine Stunde lang Predigt, 10 Leute raus, die 10 Nächsten rein und dann machen die so 10 Predigten aneinander bis am Abend um 5 Uhr. Also es wäre auch eine Option. Sehr gut. Also das könntet ihr euch vorstellen, so Szenarien einfach vorzuschlagen, vielleicht auch den Kirchen, wie man da jetzt damit umgehen könnte, mit der etappenweisen Wiederaufnahme vom Gemeindeleben. Wir haben es gestern diskutiert mit einer Kirche, die Livestream hat, also dass sie sagt, wenn es eine Öffnung geben mögliche, dass sie vielleicht mit einer kleineren Anzahl, es ist eine grosse Kirche, mit einer kleineren Anzahl Gottesdienste macht, für die zum Beispiel, die nicht zu einer Risikogruppe gehören und gerne Anschluss haben, dass die dabei sind und die anderen weiterhin per Livestream, einfach nicht, dass es die wahnsinnig grosse Masse gibt. Weil es könnte sein, dass es halt eine Lockerung gibt, die eingeführt worden ist für 50 Leute, für 100 Leute und dann erst für 1000 Leute. So, das wären so Möglichkeiten, die wir überlegen. Wir haben uns überlegt, ein Ticketing-System zu machen, dass man über das Internet ein Ticket reservieren kann. Dann hat es halt 100 oder 150 pro Gottesdienst, je nachdem, was der Bundesrat zusagt. Und das wäre auch eine Variante und die andere am Livestream. Genau. Und ich weiss nicht, wie ihr es so feststellt. Also wir sind jetzt nicht so eine grosse Kirche, etwa 200 Leute. Wir haben jetzt das alles installiert. Mit Livestream haben wir vorher nicht gehabt. Das läuft jetzt alles super. Da hängt sich ein Team drin. Also wir haben jetzt wie erst das Gefühl, so, wir kommen jetzt erst richtig in Gang, oder? So mit Corona, auch mit dem... Wie man kommuniziert, wie man Kleingruppen abhaltet. Das ist so, ja, wie stellt ihr das fest? Ich spüre jetzt bei uns in der Kirche eher eine Entspannung im Moment. Also, dass ich das Gefühl habe, das halten wir jetzt gut auch noch ein paar Wochen durch. Das andere sind die sozialen Arbeiten, die daran hängen, oder? Aber das ist ja definitiv nicht unserer Macht, etwas zu ändern. Was macht ihr für Erfahrungen? Das ist noch spannend. Ich habe gerade mit dem Leo Bicker oder Susanna Bicker ein Interview gemacht. Das war eine andere grosse Kirche in Zürich, also die mit GVC. Und die ICF Zürich ist ja noch ein bisschen grösser in dem Sinne, in Samsung Hall wahrscheinlich. Und sie haben natürlich gesagt, ja, das war für uns überhaupt nicht eine Umstellung gewesen, oder? Also das mit dem Ankommen im Livestream und in diesen ganzen digitalen Kanälen ist bei ihnen eigentlich Schubs da gesehen, oder? Sowieso. Bei den ganz Grossen, oder? Bei den ganz Grossen, aber bei den anderen denke ich, ja, ist das schon ein Thema. Wäre vielleicht der Peter Schneeberger spannend zu hören, wie das bei der FEG-Gemeinde ist jetzt ja, nicht gerade die grösseren, nicht gerade Prisma oder so, aber die kleineren. Wir haben seit Anfangs der Krise machen wir Grossgruppen, Videokonferenzen mit Angestellten und ehrenamtlichen Leitern. Da sind bis zu 80 Leute dabei. Und da teilen wir Ideen, Eindrücke, Schmerzen, Probleme und reden über diese Sachen. Und wir haben zum Beispiel eine kleine Gemeinde, die schickt jeden Tag Postkarten. Das kann man zum Teil gratis mit der Post machen, wo man jeden Tag eine ausfüllt. Und dann geht die Gemeinde. Andere macht einen ganz kurzen Video-Input. Jeden Morgen macht sie, was sie den Gemeinden Leute schickt. Und die verteilen es nach ihren Freunden, ihren Nachbarn, allen möglichen. Das ist ein riesen Zahlen, wo das nachher geschaut wird. Andere die Predigt ausdrucken, von Briefkasten zu Briefkasten, also von den Gemeindeleuten und bringen die vorbei, einfach weil sie kein Internet haben. Andere sind mit Mundschutz zu mir richten, bei den älteren Leuten haben. Also, das ist sehr kreativ geworden, also wirklich. Ja, das mit dem Kreativen ist ein gutes Stichwort. Ich habe gerade heute eine Medienmitteilung bekommen, Politiker in Basel-Stadt hat da
einen Vorstoß gemacht, dass man in der Pflegeheim auch kreative Lösungen machen könnte für die Erweiterung des Besuchsrechts. Ich habe gehört von einem Pflegeheim, wo sie auf dem Balkon draussen stehen und dann können die Angehörigen unten sie besuchen oder auch, meine auch Berater oder Seelsorger, Pfarrpersonen vielleicht, die so gleich irgendwo wieder ein bisschen in Kontakt kommen. Also es ist wahrscheinlich doch nicht Zeit, das passt zu dieser Freiheit, die du vorher hast gesagt, Peter, oder? Kreativ zu sein, oder? So. Ja, sicher. Ja. Meine, wir machen auch schon länger Livestream und wir müssen auch noch ein paar Sachen lernen jetzt. Wie alle anderen auch, noch Kamera zu mieten und so weiter. Aber ich merke schon, die Grundlage von uns Christen ist Gemeinschaft, oder? Und zwar die richtige Gemeinschaft, das Zusammenarbeiten, das Zusammensingen und Treffen. Wir haben bei uns, wir haben jeden Sonntag haben wir 150, 200 Leute, die zusammen zum Mittagessen haben. Wir haben Cafeterias, zwei volle. Wir haben, das ist so viel Gemeinschaft, oder? Und die geht jetzt verloren. Und das ist schon die Basis von unserem christlichen Glauben. Ich bin mit dir einig, Brigitte, dass es mal gut sein kann, wenn man es einmal verliert. Weil es ist ja so wie bei den Frauen jetzt teilweise, natürlich nicht bei dir, Brigitte, aber sonst bei anderen Frauen. Jetzt können sie die Haare teilweise nicht färben, dann kommt ein bisschen Wart führen, oder? Und vielleicht ist es bei uns Christen auch ein bisschen so, dass jetzt auch eine gewisse Wart führen kommt. Was ist der Glaube? Ist es einfach der Event gewesen? Ist es einfach Lesen gewesen? Ja. Einfach sehr gesehen werden, oder lebe ich jetzt den Glauben, wir sagen GVC, Atom, Kilatom, lebe ich jetzt den Glauben zu Hause? Also von dem her ist es nicht nur negativ, aber Gemeinschaft fehlt und da haben wir doch ganz viele Leute in den Kirchen, die auch einsam sind, wo wir schon versuchen, da zu Leute und so weiter, aber irgendwie die Gemeinschaft, die fehlt doch trotzdem. Also auf jeden Fall kann ich auch nur von mir her sagen, die fehlt enorm. Wir haben zwar im Quartier manchmal mehr Nähe zu Leuten, wo wir vorher kaum Kontakt hatten, aber dieses. Gestern haben wir den 60. Geburtstag von meiner Mutter gefeiert und dann haben wir eine Schatzsuche gemacht, da durch einen Wald und so in der Natur, weil anders war es fast nicht machbar gewesen, mit drei Grosskindern, die dürfen mitkommen, die Älteren und die Jüngeren nicht. Aber es ist bis zum Schluss natürlich nicht zu einer Umarmung gekommen, oder? Und dann merkst du dann irgendwie, ja, das ist der Teil, den man vermisst, der einem auch ein bisschen traurig macht, absolut. Ich habe gestern ein Ehepaar getroffen, bei uns da an der Kirche vorbeigefahren sind, mit dem Velo, die wohnen nicht da, oder? Aber die sind einfach wieder mal der Kirche vorbeigefahren mit dem Velo, oder? Dann sagt er, weißt du, ich habe geträumt, ich sitze in der Parkarena und einer von euch Pastoren sagt, so, jetzt tun wir mal den links und rechts umarmen. Und ich habe mich schon, wir sagen das ja nie, oder? Aber einfach so, dass die Sehnsucht nach der Welt. Ja, da haben wir absoluten Konsens. Das würden wir uns wünschen. Ist im Moment jetzt halt noch ein steiniger Weg. Es sind kleine Schritte wahrscheinlich, wo wir jetzt gehen können. Ich möchte gerne jetzt noch etwas darüber reden, über einen anderen Aspekt, den ich auch spannend finde. Wir haben Anfang der Woche auf LiveNet einen Artikel zu dem gebracht. Du hast das nur mal ganz kurz angetönt, vorhin auch mal, Peter, dass auch vorkommt, die Freikirchen, namentlich ist vor allem eine, die Porte Ouverte in Mühlhaus, Frankreich, also ein bisschen nahe von unserer Grenze, wo etwas anderes passiert, nämlich dass es auch eine Stigmatisierung jetzt gibt. Ich glaube, das ist auch im Ausland danach. Brigitte nickt auch schon ein bisschen. Wie können wir mit dem auch umgehen? Mit dem Klima, das vielleicht da manchmal auch kommen kann. Natürlich, wir schützen uns damit, dass wir es möglichst probieren einzuhalten. Das ist mal das, was der vorhin erwähnt. Aber was ist vielleicht weiter noch dort die Überlegung? Ich glaube, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, einen Sündenbock zu bringen für alles Mögliche. Es ist einerseits ist der Fußball in Bergamo in Italien, es ist die Küche in Mühlhaus, die beide nichts dafür können. Beide haben sich vor dem Lockdown getroffen. Also die Konferenz in Frankreich in Port-Ouverte war in Mitte Februar, also bevor es irgendwelche Massnahmen gab. Und irgendein Zufall ist eine grosse Gruppe Angesteckte dort drunter und hat dann in Deutschland, im Elsass, in der Schweiz Leute angesteckt. Ich finde es fatal, wenn die Medien dort stigmatisieren. Und das haben sie. Also grosse deutsche Zeitungen, grosse Schweizer Zeitungen oder Tagesanzeiger
hat die Küche stigmatisiert, obwohl sie nichts dafür können. Es war ja nicht ihr Programm als Gemeinde, sondern es war eine Konferenz, die sie einfach durchgeführt haben. Und das finde ich fatal, so das Sündenbockverhalten. Und das begegnet mir in der Schweiz gegenüber Christen jetzt nicht nur Freikirchen, sondern allgemein gegenüber Christen relativ häufig, vor allem im Medienalltag. Finde ich falsch, finde ich fatal. Aber ich will mich nicht als Opfer sehen. Also, sie soll sie das schreiben. Ich finde es schlecht recherchierter Journalismus, wenn man ja, mitgeschrieben im Tagesanzeiger in der Kommentarfunktion, wo der Bericht ist drin gesehen, der Pachti wird. Da haben Leute geschrieben, ja, die Christen wieder, die haben sich nichts gehalten und jeder Artikel nicht einmal gelesen in den Kommentarfunktionen. Und ob der Journalist wirklich gelesen hat oder ob er gut recherchiert hat, ist auch noch ziemlich fragwürdig gewesen. Und das ist eben genau, das sind für mich viel relevantere Punkte, die ich jetzt eben von einem VfG erwarte, dass man dort, weisst, die Hand hat und sagt, hallo, was läuft da, Richtigstellungen zu machen oder sich wirklich halt proaktiv reinzugeben und nicht jetzt zu sagen, wir brauchen eine Sonderlösung, weil wir angeblich so systemrelevant sind, wir müssen irgendwie eben eine Extrawurst haben und jetzt den Bundesrat persönlich mit dem plagen, oder wie du gesagt hast, Peter, das sind viel, viel wichtigere und viel relevantere Themen. Und im Ausland ja, also jetzt auch gerade halt in der Zweidrittelwelt, also gerade über unsere Kontakte mit der AVC, da geht jetzt wirklich eben genau das los, oder? Eben wo die Stigmatisierung, das Sündenbock suchen, dass halt die Schuld wirklich auf die Christen geschoben wird, wie es früher mit den Juden gemacht worden ist. Und das sehen wir jetzt in vielen Ländern. Und das Problem wird extrem zunehmen. Also, gerade auch eben für Verfolgte ist es eine Katastrophe. Ja, und in Palästina sind es die Juden, wo wieder, oder die sind jetzt wieder dran. Oder? Das ist eben immer ein Sündenbock. Nur andererseits, wenn wir sich relativieren, Ischgl ist ja auch recht gut dran in der Presse. Also haben sie auch zuerst gesagt, die und die Serviettochter oder Barmaid aus der Schweiz ist es gewesen, dann ist es gleich nicht gewesen. Und, also, die haben die anderen schon auch um den Dreck gezogen. Es ist einfach, aber der Sündenbock, das hat man natürlich schon Adam und Eva den Sündenbock gesucht, oder? Ja. Als Peterspiel. Ja. Wenn wir von den Medien insgesamt so ein bisschen reden, jetzt und die Rolle, die sie spielen in dem Ganzen, Brigitte, würde ich gerne nochmal ansprechen. Würdest du sagen, insgesamt machen die einen guten Job? Ich glaube, du kannst auch in der Schweizer Medienlandschaft oder in der weltweite Medienlandschaft nicht, also die kannst du einfach nicht über einen Leisten schlagen. Es gibt einfach solche, wo ich finde, die machen das vernünftig und gut und andere ist eine Katastrophe, oder? Und das Schlimmste eigentlich, und das hat der Peter schon gesagt, oder bist du gesehen, Johannes sagt den Kommentar, spalt, nein, Peter, das finde ich das Allerschlimmste. Also das, was geteilt wird über soziale Medien, dort, wo eben Artikel gar nicht gelesen werden, dort, wo es irreleitende Headlines gibt, um Klicks generieren. Ja, also im Moment bist du einfach gut dran, wenn du deinen Medienkonsum vernünftig bündelst, oder? Also ich verklemme mir auch gewisse Portale einfach, weil ich sage, nein, das tue ich mir einfach nicht mehr an. Und am meisten regen mir die Kommentare auf, oder? Die dummen Kommentare, Entschuldigung, muss ich einfach mal sagen, sau dumme Kommentare zum Teil. Ja, also schau, wo du schaust, oder? Das ist, es geht ja nicht darum, sich wie zwei Meinungen zu bilden. Ich glaube, das ist jetzt nicht einmal so das erste Thema, weißt du, siehst du es so oder so, sondern einfach nur blöde, reisserische Meldungen, die einfach der Sache nicht dienen, oder? Das Klima anheizen, Fake News verbreitet, Verschwörungstheorien verbreitet. Und da muss ich sagen, nein, das muss ich mir echt einfach nicht geben. Ich habe auch meinen Medienkonsum ziemlich reduziert. Also lass uns doch dann noch ein bisschen dabei bleiben und praktisch werden. Ich finde das spannend. Wir haben nämlich gestern auch jemanden angerufen, eine Kollegin, und gefragt, wo tust du dich eigentlich noch informieren? Was soll man da noch konsumieren im Moment? Also, ich schaue schon bei euch ein bisschen, aber ich möchte noch andere, und SRF, aber vielleicht gibt es noch andere gute Quellen. Jetzt wollen wir noch einmal hören, so ein bisschen Best Practice-mässig. Wie machen wir das? Wie macht ihr das? Was sind da eure
Quellen noch. Ich glaube, Johannes hat in einem anderen Talk schon mal gesagt, dass du noch andere verschiedene Zeitungen lesest, gell? Oder mal eben ZDF oder so. Dort, hart, aber fair, habe ich einmal eine super Sendung gesehen. Ganz gut gedacht. Peter, wie machst du das zum Beispiel? Ja, meine Frau kommt aus Deutschland. Dementsprechend bin ich sehr interessiert, natürlich, wie es Deutschland geht. Wir sind auch häufig dort durch Verwandtschaft und so. Ich lese jeden Morgen im Steingart sein Morning Briefing. Der Steingart ist einer von den, aus meiner Sicht, besten Wirtschaftskolumnisten und Wirtschaftsdenker, die es gibt. Absolut gut zur Wirtschaft, vor allem zu Deutschland und zur Weltlage. Kurz ein E-Mail jeden Morgen. Du hast sie 5 Minuten durchgelesen, du weißt, was die Welt bewegt. Sehr pointiert geschrieben. Dann lese ich den Spiegel jede Woche. Das tut mir gut. Das provoziert mich auch ein bisschen. Dann Tageszeitung. Ich bin schon Medien-Junkie. Das ist ganz eindeutig so. Also, dann was zum Coronavirus, da lese ich BAG-Seite. Und sonst gar nichts. Dort hole ich mir Informationen her zum Coronavirus und das nehme ich für bare Münzen, ob es jetzt gegen so ist, ja, das könnte man noch in Frage stellen, aber dementsprechend habe ich nie ein Durcheinander im Kopf. Also. Okay, das finde ich jetzt auch noch interessant. Wie ist das bei dir, Brigitte? Ich habe eigentlich den Leitartikel von SRF. Ja, habe ich sehr gerne. Und wo ich eben, da habe ich in Sachen Corona eigentlich auf das reduziert. Ich habe auch wieder die Luzerner Zeitung abonniert. Die habe ich eine Zeit lang nicht mehr gehabt, vor lauter eben, weil es mir auch zu viel war. Also unsere grosse Regionalzeitung. Finde ich auch interessant. Tagi schaue ich, aber Gratismedien sind tabu, wirklich. Das vertrage ich wirklich nicht mehr. Genau. Und dann ist die Sonntagszeitung mit noch so ein bisschen einer anderen Meinung. Ja, das ist etwa da so im Moment auch drin liegt. Und dem Johannes Wirth, was tut man zur Winterthur da? Sich da so zu führen? Sicher, gell? Aber nein. Ich bin ja eher ein bisschen Peter, ich bin News-Junkie und Wirth, ich könnte es ein bisschen mehr reduzieren. Aber ich lese den Tag ein, ich schaue beim Landbot unserer Winterthur-Zeitung ein und die Artikel mich interessiert, lese ich. Ich schaue 20 Minuten, ich schaue Watson, ich schaue Blick. Und ich schaue Tagesschau, ich schaue 10 von 10. Und, gut, das habe ich auch noch vergessen. Ich bin sehr interessiert und habe durch das eben eine gewisse Breite, glaube ich. Mhm. Aber ja. Oh, und pfui, ich habe die Republik noch abonniert. Oh nein, das ist gar nicht gut. Genau. Ja, aber, ich bin immer gleicher Meinung abonniert. Ah, gut, ja. Ja. Eine Nachricht, die mich einmal gleich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein heisses Thema ist, ob ich da in ein Wespennest reinsteche, keine Ahnung. Aber es nimmt mich gleich Wunder und ihr könnt das auch schon den Joker ziehen. Ein Bericht, den ich gesehen am Wochenende von Gottfried Locher, der sich in der NZZ geäussert hat, auch so ein bisschen innerkirchlich vielleicht etwas, das Spannungen auslösen könnte. Und auch die Evangelikalen so ein bisschen, ja, weil wachrütteln, oder ich weiß nicht, wie es sein Ziel war, dass auf der Welt Fakten regieren, Corona lässt sich nicht wegbeten. Findet ihr das hilfreich? Oder kann man einfach auf die Seite legen? Oder wie habt ihr jetzt, ich weiß nicht, Peter Schneeberger, du hast das sicher auch registriert, oder? Jetzt würde ich fast am liebsten den Joker ziehen. Aber ich habe gesagt, das darf man auch mal. Ich weiss, weißt, wir wissen manchmal nicht, was der Journalist wirklich für eine Frage gestellt hat. Es kann gut sein, dass die Frage noch viel, viel länger war. Also, dass er dort zum Beispiel geschrieben hat, es ging um Evangelikale in den USA. Und es gibt ja so einen Fall in den USA, wo sich Kirche total nicht an die Weisungen von der US-Regierung hält. Und dementsprechend die Evangelikale in ein schlechtes Licht hinkommen. Also wir wissen nicht, welcher Hintergrund die Frage gestellt worden ist. Und wir beziehen sie jetzt auf uns, auf Schweizer Verhältnisse, und sagen, ja, der Gadi Locher wirft den Evangelikalen in der Schweiz etwas vor. Ich hätte mir gewünscht, wenn ich das als Wunsch darf äußere, dem Gadi Locher gegenüber, dass er seine Evangelikalen in der Kirche ein bisschen ernster würde nehmen. Weil das ist ein ganz grosser Teil von der Landeskirche, hat zum Beispiel an dem Gebetsanlass am Grünen Donnerstag mitgemacht und hat viel erlebt und hat durch dem Gebet eine ganz, ganz grosse Priorität gegeben.
Und sie hat sich gewünscht, dass ihr grösster Chef sich ein bisschen unterstützt im Betten, medial. Das vielleicht als Wunsch, ja. Mhm. Ich würde gerne dann noch über die Small-Gruppe reden, über Kleingruppen. Ja, nehmen wir noch das Thema, genau. Ich habe jetzt das Gefühl, dass das Medienthema, es hat mich jetzt gleich gekutzelt, das einfach auch noch zu bringen. Kannst du auch weiterbleiben, ist gleich. Nein, das ist gut. Machen wir gerne jetzt so ein bisschen weiter. Dann kommen wir noch ein bisschen zu dem wieder Gemeindeleben und Ausrichtung, wie man weiter kann gehen kann. Da nimmt mich doch Hunger, was dir noch für Gedanken macht. Jetzt so in der GVC Winterthur, aber auch, ich meine, Johannes, du bist natürlich ja auch mit dabei in der Leitung vom VfG Freikirchen Schweiz. Also mindestens in dieser Gruppe, ja. Oder ja, die Gedanken, oder? Einerseits, die Menschen sind frei, auch unsere Kirche, absolut frei. Also wenn zwei, drei wenn miteinander Gebetsanlass machen, private, ist das wunderbar. Wenn sich vier treffen dürfen sie das. Nur jetzt vier fahren wir unsere Kleingruppen oder Small Groups, Hauskreis, wir sind wieder rauf. Und da finde ich, da möchten wir auch ein paar Guidelines geben, als Kirche, als GVC, aber auch vom Freikirchenverband her. Weil die Gefahr ist natürlich die, dass die einen sagen, ja, wir glauben, der Herr bewahrt uns, und die anderen haben Angst, oder? Dann sind die, die irgendwie ein bisschen die Überflüger angeschaut werden, und die anderen so die Angst haben, und das gibt dann so Zerreissprobe in der Small Group, und die einen Small Group-Leiter sagen, ich mache wieder, die anderen sagen, ich bin im Spital, ich kann nicht machen, und so weiter, und das kann Schwierigkeiten ergeben. Und darum möchten wir eigentlich das auch so handhaben, dass wirklich ein Small Group-Leiter ein Tool in die Hand geben. Also ein Faden, ein Leitfaden. Erstens einmal, wann kann man wieder anfangen, wenn es wirklich so weit ist? Und zweitens, was sind die Rahmenbedingungen, die wir sehen? Zum Beispiel Risikogruppen, die nicht teilnehmen können. Und auf was muss man schauen, dass man den Frieden kann bewahren untereinander. Und das werden wir jetzt in einem kleinen Team erarbeiten. Und die Verbandsleiter werden das anschauen. Und dann stellen wir es den Kirchen zur Verfügung. Ja, was wir ja, ganz einfach, so etwas hochzufahren. Was wir auch noch haben besprochen, bereits jetzt vor unserem Talk hier, Peter Schneeberger, dass eigentlich alles, was so institutionalisiert ist an Kleingruppen oder diesen Bereichen in der Kirche, wo man sich so getroffen hat, das ist eigentlich weiterhin nicht erlaubt, oder, vom Bund her. Aber Gebetstreffen, wo man jetzt mal das Gefühl hat, im kleinen Rahmen, vier, fünf Personen, die zusammenkommen, das wäre eigentlich der erlaubt. Ja, das ist klar. Also wenn man die Distanzregeln einhält, ist es möglich, zum Beispiel einen Gebetsspaziergang mit jemandem zusammen zu machen. Und 2 Meter Abstand zu haben, die Hygienevorschriften einzuhalten. Also das ist sicher möglich. Und ist vielleicht manchmal sogar gut, weil der Glaube geht so in die Tiefe von der Seele und von unserem Körper rein, dass ich finde, er braucht auch einen Ausdruck eben in der Gemeinschaft. Und so tauche ich das in der Familie machen, wo eine Familie haben, aber wir haben ganz viele Singles auch bei uns in der Küche. Und für sie ist es manchmal gut, nicht nur per Zoom ein Kleingruppentreffen zu machen, sondern vielleicht mal einen Spaziergang mit jemandem zusammen zu machen und zusammen zu beten. Warum auch nicht? Was sind dort so eure Wege? Brigitte Frey, du bist, glaube ich, in der Landeskirche, gell? Nein, in einer Freikirche. Ah, excuse, in einer Freikirche auch. Bewegung Plus Gemeinde Luzern. Ja. Ich bin nicht in der Leitung, also ich weiss jetzt nicht konkret, was geplant ist. Ich finde aber, unsere Leitung informiert sehr gut, sehr angemessen, einfach auch so Schritt für Schritt. Man beruft sich auf die Weisungen vom BAG, auf die Empfehlungen vom VfG. Und das, ja, ich bin dort relativ entspannt, also bin ich wirklich auf der nehmenden Seite. Ich nehme, was es gibt. Und obwohl ich eigentlich wirklich sehr eine leutbezogene Person bin, muss ich sagen, ich finde es einfach auch lehrreich. Ich muss wirklich sagen, es ist lehrreich. Ja, es ist ein Schmerz, wir müssen ein Stück weit verzichten, aber einfach das jetzt halt einmal nicht zu haben oder so ein bisschen, weißt, wie im Untergrund abzutauchen, ja, mir macht es wirklich die Augen auf. Auch eben, was bedeutet es mir wirklich, auch welche Leute bedeutet mir wirklich etwas, welche Gefäße. Und wir haben sie auch schon noch gehabt, weißt, von dieser Frage von der Relevanz, auch von der Kirche. Und ich finde, das,
das ist auch noch etwas, oder, was mich jetzt so umtreibt mit dem, eben so die Gefäße, die wir haben gegen innen, die wichtig sind für unsere Seele und unser Glaubensleben und gleichzeitig so ein bisschen, ja, denke ich schon, stellt eine Anfrage an uns Kirche, wie relevant sind wir wirklich? Sind wir so relevant, wie wir das gerne wären? Ja, bei unseren Gefäßen, wir landen viel bei denen, dort sind wir schon, aber das ist doch die provokative Frage, die man sich stellen kann, wenn es unsere Kirche nicht mehr gäbe, am Ort, oder? Was würde fehlen? Und die haben sicher die Pastoren, die anderen beiden, sich schon jemanden gestellt, oder? Das ist etwas, was noch beliebt ist, für einen Workshop mal ein zu überlegen, im Leitungsteam, oder? Zu Winterthur, Johannes, wirkt man wahrscheinlich relativ gut, wenn bei euch, oder? Mit Quellenhofstiftung und allem, was ihr so tut, zum Beispiel. Ja, also vor einem Jahr habe ich den Stadtpräsidenten getroffen am Fest und er hat gesagt, ohne euch Freikirche ginge es nicht mehr zu Winterthur. Das ist Geschäftsrelevanz. Nicht wir geben sie, sondern unter euch, ohne euch Freikirche, wie das betonen. Weil zu Winterthur ja verschiedenste Freikirchen irgendeinem Stück Nehemiah-Mauer in dieser Stadt bauen oder, und ihren Beitrag machen. Und ich glaube, das ist auch in anderen Städten so. Ja. Wir dürfen die internationale Dimension nicht vergessen. Das hat Brigitte vorhin ja schon gesagt. In ganz vielen Freikirchen ist eine ganz, ganz starke internationale Zusammenarbeit. Also, wenn ich denke, wir haben jetzt einen Haufen Austausch gehabt mit unseren indischen, nordindischen Freunden. Dort hat es 4 FG-Verbände in ganz Indien, riesige. Also, die sind einfach gross wie die Christenheit in der ganzen Schweiz zum Teil. Und die sind natürlich die Hungern. Die haben, weil sie keinen Gottesdienst mehr haben, keine Kollekte, dementsprechend keinen Lohn mehr für ihre Angestellten und die haben nichts mehr zu essen. Und jetzt haben wir per Sofortmaßnahme Geld geschickt, die Frage, ob es da ankommt, aber das ist gängige Herausforderung in solchen Ländern. Dort haben wir eine Relevanz von den Christen in der Schweiz, die man in der Bibel schon sieht, und Paulus, der sagt, wenn ihr euch vor Ort trefft in Rom oder in Thessaloniki, dann hört man von euch auf der ganzen Welt. Und diese Dimension hat Christen über Jahrtausende jetzt nie verloren. Es war immer eine internationale Mannschaft. Und dort sehe ich eine sehr, sehr hohe Relevanz von uns Christen nach wie vor. Also, was ich auch sehr wichtig finde vor Ort, dass wir sehen, wir sind verbunden mit Europa, mit der Gemeinde in Europa und auf der ganzen Welt. Ja. Ja, und da hat man dann auch noch spezielle Werke, die eben sich für das auch noch einsetzen. Klar, da möchte ich noch in der nächsten Zeit gerne eine spezielle Sendung machen, hier so einen Live-Net-Talk mit all diesen verschiedenen Werken. AVC ist das, was du vertrittst, das in vielen Ländern Projekte hat. Mit HMK, wir haben Open Doors, wir können andere erwähnen natürlich. Wo dort auch, glaube ich, einen sehr entscheidenden Faktor können spielen oder in diesen Ländern, in diesen Nöten. Ja, wir kommen noch zum Schluss noch zurück zu diesen halt Schweizer Nöten, die sind ein bisschen anders, das ist wirklich so. Und eines, was wir nur so haben angeschnitten bis jetzt, wo ich gleich auch gerne noch ein paar Worte hier drauf verwenden möchte, ist das mit Sommerlager, Jugendarbeit. Das finde ich gleich auch wichtig. Wir haben gestern auch gehört, das wird auch im Sommer, auch nach dem Juni, wird es noch anders sein. Also der Badebesuch den Sommer wird nicht gleich sein, wie das noch fern ist. Da müssen wir uns ganz klar bewusst sein. Und eben etwas, was auch anders wird sein, ist alles der Bereich Sommerlager, Aktivitäten. Ihr habt hier auch einen Weg jetzt schon ein bisschen aufgezeigt, gell, Peter Schneeberger, wo eigentlich der Besi sozusagen dort ein bisschen reinsteht in diesem Bereich. Ja, also was klar scheint, aufgrund von dem, was gesagt worden ist, dass es keine internationale Lager gibt. Das hat mit den Grenzschließungen zu tun, also dass grenzüberschreitender Verkehr sehr wahrscheinlich relativ schwierig ist. Also all die, die Jugendcamps irgendwo in Spanien oder Kroatien haben, die werden sehr wahrscheinlich nicht durchgeführt werden können. Wir hoffen immer noch, dass es Sommerlager gibt, auch aus dem Grund, weil unsere Kinder jetzt sehr eingesperrt worden sind und daheim lernen müssen, nicht in die Schule können. Und es natürlich eine riesige Freude wäre und Vergnügen, im Sommer jetzt noch so ein richtiges Camp machen. Aber
wir wissen es noch nicht. Also es gibt keine Erweisungen und die werden erst später, jetzt Ende Mai oder Anfang Mai, werden die dann bestimmt vom Bundesrat, wie weit es geht. Also er hat heute nochmal in der Konferenz von der Amtsvorsteher ist nichts auf die Frage gesagt worden, dass es eine Möglichkeit gäbe, das wirklich ganz zu öffnen. Also das ist noch zu früh, wir wissen es nicht. Also. Ja, und sie hüten sich davor, dort wirklich zu viel Hoffnungen sozusagen zu nähren, dass das nähren, was sie wieder müssen enttäuschen. Also von dort her. Wenn es möglich wäre in der Schweiz, ein Cyberleiter aufgrund von heute Morgen, was ich gehört habe, vom Verbandsleiter Zoom-Meeting können, das weiss ich, doch würden auch gewisse Kids-Days anbieten, auch zur Entlastung der Eltern, oder? Da könnte man wieder einen Punkt setzen, das müssen wir halt relativ kurzfristig können umfahren, weil die Kinder sind so schnieren in die Ferien, oder? Aber da könnte man so auch gesellschaftsrelevant sein, habe ich heute Morgen gedacht. Ja, gerade auch, wenn die Schulen ja eigentlich wieder laufen, oder, kann man sich dort schon gewisse Überlegungen machen. Oder? Was ist, ohne dass wir Gesundheit gefährden, doch dann noch möglich? Ja. Gut, aber das stellen wir erst am Anfang von diesem Prozess. Oder? Ihr habt jetzt heute Morgen mal alles zusammen probiert zu bündeln und erste Aufträge rausgegeben. Also da muss man natürlich jetzt zuerst mal ein bisschen, eben kreativ sein und die Leute arbeiten lassen, schauen, dass es bereits andere Konzepte gibt, vielleicht, wo man davon lernen kann und so weiter. Ja, also ich sehe, wir haben hier spannende Auslegeordnungen können machen zu dieser Situation, die wir heute haben. Jetzt haben wir einen guten Monat, wo der Lockdown läuft und so schrittweise können wir uns vielleicht langsam daher tasten, wieder ein bisschen Normalität, aber es ist überhaupt noch nicht garantiert. Sehr interessant gewesen, mit euch darüber zu reden, was bedeutet die Exit-Strategie für Killen. Also weiterhin Killen, das wir können vielleicht so hören, es geht weiter, Killen leben weiter. Homeoffice geht auch weiter, da kommt gerade meine Tochter. Genau, also von dort her alles noch weiterhin so ein bisschen auf diesem Modus. Könnt ihr euch motivieren? Wie habt ihr es dort jetzt im Moment? Das ist noch als letzte Frage. So ein bisschen. Ja, ich komme nirgends. Motivationspegel, wo ist der für die Phase, die jetzt noch ansteht? Also, ich merke, für mein Antreiber für gut zu arbeiten sind Menschen. Dementsprechend als ich leide schon, wirklich. Mir fehlen die realen Beziehungen. Wir haben die unsere Arbeitssitzungen nach wie vor per Videokonferenz und so weiter, das treibt mich schon an. Aber das fehlt mir. Also ich brauche länger für gewisse Sachen. So wie der BBC Korea-Korrespondent, gell? Gleiche Situation. Genau. Das habe ich auch gesehen, ja, das Video ist sehr herzig. Genau. Aber du weißt ja, was die Frage ist, also Brigitte, für dich. Also ich kann eine Antwort geben. Ich wäre jetzt gerade in Jordanien, also im Moment wäre ich in Aqaba heute mit einer Reisegruppe. Dann wäre ich 2 Wochen da, dann wäre ich in Israel 2 Wochen mit der Reisegruppe. Ich habe ein paar als Sprecher an Konferenzen, es fällt alles weg. Also habe ich etwa 6 Wochen frei. Und jetzt mache ich mich endlich an mein neuestes Buch anzuschreiben. Ah, oh, wow! Und das ist Motivation im Moment. Und dann der Traum, wenn ich Menschen wieder sehen kann, mit den Menschen wieder zusammen sehen. Die 2 Sachen treiben mich im Moment an. Also noch etwas Gutes, was die Corona-Krise vorbringt, dass Johannes wieder Zeit hat für sein neues Buch. Halleluja! Sehr cool. Genau. Ja, was mich antreibt, ist auch, ich merke jetzt, also ich bin so ein bisschen aus dem Tief raus. Ich habe irgendwie letzte Woche so ein bisschen Tief gehabt. Habe mich wieder organisieren können. Und was ich auch jetzt wieder merke mit der Gemeinde. Wir hatten vorhin wegen der Relevanz von der Gemeinde. Und irgendwie habe ich viel gearbeitet jetzt auf der Webseite an Inhalt bei uns wieder, weil ich eben denke, wir haben viel mehr Traffic von außen. Und ich würde gerne auch mit meiner Gemeinde einfach auch noch einmal darüber nachdenken, was machen wir nachher? Also, wie geht es weiter, oder? Und was wollen die Menschen, die uns jetzt über Livestream kennengelernt haben, vielleicht auf der Webseite Angebot genutzt haben, was wollen die von uns?
in der Zeit nach Corona, wenn wir uns wieder sehen können, oder? Und wie sehen denn unsere Gottesdienste denn aus? Und was für eine Botschaft haben wir für sie? Also, wie viel drehen wir uns selber oder wie nutzen wir das Momentum von dieser Krise eben auch als Gemeinde, einen neuen Schritt gegen uns zu machen und wirklich unsere DNA zu leben und relevant nicht nur zu sein mit sozialem Engagement, sondern eben auch mit unserem Glauben aktuell kommuniziert und eben relevant für die Menschen. Da kann ich sehr gerne anknüpfen. Das ist das Thema, das mich auch stark beschäftigt. Wie geht es schon nur mit den Talks weiter, wo wir jetzt zweimal in der Woche Leute damit probieren, irgendwo ja, Inspiration zu geben, Orientierung. Machen wir dort wie weiter? Oder wie können wir ja, evangelistisch auch an Kraft noch gewinnen? Jetzt aus dem raus, wir haben natürlich auch mehr Besucher auf unseren Webseiten livenetundjesus.ch. Also das merkt man in dieser Zeit. Wie kann man das übernehmen? Die Zeit nehmen, ich kann das total umschreiben. Und sonst finde ich nach wie vor eine Bereicherung, die dürfen zu machen, die Gespräche. Ich bin jetzt gerade dran, auch mit dem nächsten Buch von Thomas Harry. Er kommt in einer Woche dann wieder ins Gespräch. Er hat eins geschrieben über Kunst, andere zu führen. Das hier wäre das. Und ich freue mich darauf, mal ein Thema einfach reinzuwerfen, das nicht nur in Corona-Zeiten wichtig ist, leider in auch schwierigen Zeiten oder wenn es herausfordernd wird, wird sicher sehr interessant, das in einer Woche dann. Und wenn ich schon bei den Hinweisen bin und im Ausblick, nächsten Dienstag geht es hier weiter mit einem Talk, den Sarah Maria Graber wird moderieren. Wir sehen, wo jetzt hier auch ein bisschen einsteigt als Moderatorin in den LiveNet-Talks und sie wird über Glaubenstraining Familie reden mit der Madeleine Häsler von Netzwerk Schweiz und dem Matthias Kuno Kuhn vom G-Movement, der ja ein Buch auch geschrieben hat über Jüngerschaft speziell auch in der Familie, wie kann man das leben. Also es wird weiterhin spannend bleiben in diesen Talksendungen und anderen Kanälen, was alles noch läuft in dieser Phase, wo wir jetzt stehen, was möglich ist. Danke vielmals an die Gäste, auch heute wieder, dass ihr so habt engagiert mitdiskutiert, mitdenkt, schon einfach Ideen aushecken, wie können wir jetzt weiterfahren und das Leben möglichst gut ausnutzen, was jetzt möglich ist und auch in der Gemeinde etwas Maximales daraus herausholen. Das ist doch wirklich eine Freude. Brigitte Frey, danke vielmals, Peter Schneeberger, Johannes Wirth und ich wünsche allen zusammen ein schönes Wochenende. Merci.